Ich bin die Anemone, bin 27, ich komme eigentlich aus Oberösterreich, habe dann in Graz studiert, habe kurz in Wien gewohnt und bin dann nach Innsbruck gekommen. Ich bin jetzt seit über 1,5 Jahren da. Das war eigentlich eine reine Bauchentscheidung. Ich kannte hier auch niemanden, bin dann einfach mal hierher und habe geschaut, was ich mache. Also die Natur hat mich auf jeden Fall hergezogen. Hier hat man, finde ich, schon eine Mischung aus beiden, weil es passiert trotzdem relativ viel. Und ich finde, auf lange Sicht ist es halt einfach nur Stadt, taugt mir einfach nicht. Bei mir war das immer so ein bisschen die Entscheidung, entweder ich mache was Rationales oder was Kreatives. Dann habe ich halt Medizin studiert, was halt eine extrem rationale Entscheidung war. Wenn ich in der Medizin weitergemacht hätte oder falls ich irgendwann noch in der Medizin weitermachen werde, dann wäre es auf jeden Fall entweder Gynäkologie oder Kinder. Weil ich halt Frau sein im Allgemeinen super wichtig auch finde, das ein bisschen zu bestärken. Dass man gerade jungen Mädels oder jungen Frauen einfach das Gefühl gibt, dass sie einfach Frau sein dürfen und dass es okay ist, dass man Kurven hat und dass es einfach in unserer Gesellschaft hat es einfach, das ist oft wenig Platz, einfach Frau zu sein. Und einfach Frauen darin zu bestärken, finde ich extrem wichtig. Und die zweite Entscheidung wäre Tanzpädagogik gewesen. Deswegen mache ich gerade auch nichts Medizinisches, weil es mich einfach nicht zufriedenstellt. Wenn, dann würde ich was Ganzheitliches machen. Ich mache so viele unterschiedliche Sachen einfach gern. Und ich bin nicht bereit, das irgendwie aufzugeben für eine Sache. Ich arbeite gerade im Kater und in der Machete. Und ich lege auf und ich unterrichte Yoga. Also Yoga ist auf jeden Fall eine Kombination aus dem Kreativen und aber auch aus meinem Studium. Also ich profitiere auf jeden Fall extrem von dem Wissen, das ich einfach durch mein Studium habe. Und mir kommt halt vor, ich kann so Leuten wirklich helfen oder sie halt besser begleiten, als es ein Arzt tun könnte. Yoga ist halt einfach ganzheitlich und deswegen finde ich es eigentlich cool. Wenn ich Yoga unterrichte, dann gibt mir das Unterrichten richtig viel Kraft. Ich kriege immer so viel positives Feedback und das gibt einem selber irgendwie auch voll ein gutes Gefühl. Ich praktiziere selber auch voll gern, gerade wenn ich super gestresst bin, dass es mich halt einfach irgendwie runterholt. Ich kenne viele Leute, die auflegen und ich habe mir dann einfach mal Turntables gekauft und hatte auch schon ein paar Platten und mit denen habe ich dann einfach daheim selber geübt. Ich habe in Graz, während ich studiert habe, dort selbst veranstaltet, habe da dann eigentlich angefangen, dann auch selber aufzulegen, weil es mir irgendwie manchmal angegangen ist, wenn mir der Sound nicht getaugt hat und irgendwie wollte ich dann mal meine Sachen spielen und selber Freude dabei haben. Ich finde halt, Ausgehen oder ein guter Club oder eine gute Veranstaltung gibt den Menschen immer so ein bisschen ein Gefühl von Gemeinschaft. Und das finde ich extrem schön, wenn man das irgendwie rüberbringen kann. Ich spiele Disco, House, Funky House. Und ich tanze auch relativ ausgelassen selber, wenn ich auflege. Das finde ich macht aber extrem viel aus. Es gibt so viele DJs, die einfach nur dastehen und sich eigentlich fast gar nicht bewegen. Und ich finde, das überträgt man extrem auf die Leute. Wenn du selber so viel Freude dabei hast, dann haben sie es meistens auch. In meinem Podcast geht es im Moment halt um Clubkultur im Allgemeinen in Österreich. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Ich verspüre gerade sehr stark den Drang, Tracks mit allen Menschen, die mich umgeben, zu teilen. Ich finde, man muss es echt wertschätzen, dass Clubkultur mittlerweile einfach ein Teil von unserer Kultur ist, von der Kultur von jeder Stadt. Und das versuche ich ein bisschen in meinem Podcast unterzubringen. Ob ich hier bleibe, steht gerade ein bisschen in den Sternen.
Ich könnte mir voll gut vorstellen, hier zu bleiben. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten für das, was ich mache, hier halt begrenzt, was mir einfach bewusst ist und ich schon relativ viel davon ausgeschöpft habe. Und ich eventuell mir vielleicht nochmal eine Challenge setzen und ganz woanders nochmal hingehen. Ich könnte mir halt voll gut vorstellen, hier wieder zurückzukommen, weil ich es als Base extrem toll finde und für einen langen Zeitraum einfach voll schön finde, hier zu wohnen.